Gut, ihr habt es ja nicht anders gewollt. Dann gibt es eben eine weitere Folge Let's Play Minenarbeit mit eurem Vorbeter, Vorbuller. Ja, ich bin wieder in Bad Schönfels und das habt ihr ja schon gesehen. Und ich habe mich auch schon hier fleißig ans Werk gemacht. Braucht dringend eine neue Schaufel. Ich erzähle euch auch sofort, was ich vorhabe. Ein Augenblick. Sehr schön. Bin auch leider immer noch etwas verschnieft. Klinge teilweise wirklich sehr komisch, also noch komischer als sonst. So, was habe ich vor? Befinde mich ja, das seht ihr selbst, hier ganz oben in meinem Bad Schönfelser Wohnturm. Ich möchte hier eine Treppe hochbauen, so mit Halbsteinen. Ich nehme dafür die billigen, koppelsteinmäßigen. Einfach weil es preisgünstiger ist jetzt. Ich möchte noch nicht den ganzen schönen Stein verwenden. Den brauche ich ja innen noch, das zeige ich euch auch noch. Ja, ich habe hier ein bisschen verbreitert diesen Gang, seht ihr schon. Das soll hier also in drei Feldern, hier ist mir die Schaufel ausgegangen, in drei Felder Breite rings um die Pyramide gehen. Noch ein bisschen hier noch freischaufeln, dann kann man das schon mal so ein bisschen besser erkennen. Da bin ich gerade so bei, den Berg abzutragen. Also wird auch tatsächlich so eine Sache, wo ich den. Zack, da kommt mir alles entgegen. Wo ich den Berg abtrage. Und zwar habe ich vor, hier so eine Art, ja, terrassenförmige Gartenanlage zu bauen. Ja, also ich möchte jetzt hier alle zwei Felder wieder einen hochgehen. Oder vielleicht nur einen. Ich weiß es nicht, was besser aussieht. Da habe ich mich nur richtig entschieden. Ich möchte halt so zwei Felder hochgehen, bis es nicht mehr weitergeht. Und das schön bepflanzen hinterher, so richtig gartenmäßig, sodass man, wenn man hier oben aus der Kuschelecken-Etage rauskommt, dann auch wirklich noch so einen schönen Gartenbereich hat. Den sichern wir dann ringsherum auch noch mit, ja, mit was weiß ich, ne? Irgendwas halt, was sich eignet. Sag doch mal was hier, so eine Mauer oder ein Zaun. Vielleicht ein Zaun am schönsten. Ein Zaun noch so mit geschickt so Bäumen so abgegrenzt. So, und jetzt habe ich hier auch schon so ein bisschen abgesteckt, wie die Kuschelecke dann hier so hin soll. Da hinten in der Ecke auch noch so ein bisschen unter die Decke. Keine Ahnung, wie das aussieht. Ja, das ist natürlich, die Decke werden wir dann, glaube ich, nicht so machen können, aber es soll ja auch nicht wie eine Gummizelle aussehen oder so, ne? Gut, dann eine Etage tiefer ist das ja wirklich ganz gut gewesen, dass wir hier das etwas höher gemacht haben. Das ist ja praktisch so ein Eingangsbereich, wenn man nun von draußen durch dieses Treppenhaus kommt. Die Treppe ist immer noch nicht intakt. Aber hier seht ihr schon, da habe ich einiges vorbereitet hier in den Wänden. Da möchte ich also auch so eine Beleuchtung reinbauen, dass da immer so eine Fackel drin steht. So schön gleichmäßig. Ja, hier ist mir der Schönstein ausgegangen. Und danach wollte ich jetzt auch mal gucken laufen. Ob der denn vielleicht inzwischen mal fertig ist. Ne? Hängen wir so ein bisschen fettigen Schönstein hin. Da unten, die Strömung habe ich immer noch nicht beseitigt. Jetzt kann ich natürlich auch nichts machen, weil es draußen ist da schon wieder jemand vor der Tür. Nee, das ist wieder diese Lichtreflexion. Ach, ich lasse mich aber wirklich mal ablenken von sowas. Ach ja, und da sagte doch letztens jemand, ich sollte doch mal gucken, dass man die Kisten einfach einbaut, ne? In den Boden versenkt. So, das habe ich gemacht, weil ich das eine gute Idee fand. Und ich finde, das sieht auch sehr gut aus, so, ne? Man kommt da ja gut dran, da. Das ist, so ist eigentlich ganz cool. Jetzt gucke ich mal, habe ich das jetzt noch im Ofen? Nein, aber da legen wir direkt mal natürlich. Von Koppelstein haben wir ja genug, ne? So, ach hier, guck mal, hier haben wir 35, nehmen wir hier mal, ach, nehmen wir das dicke Stack mal mit. So ist besser. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen Koppelstein mit. Fackeln haben wir noch ein paar. Ja, das können wir uns unterwegs noch bauen, jawohl. Und dann gehe ich jetzt mal oben das Treppenhaus, ja, doch, das Treppenhaus oben. Das ist also auch oben. Das Treppenhaus, das obere. So, da sind wir schon. Ja, da müssen wir jetzt natürlich, möchte ich natürlich immer hinten. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Soll ich jetzt die Fackel sogar. Na, es wird sehr dekadent. Wenn ich jetzt da immer die Fackel hinstelle, dann haben wir so eine Art indirektes Licht.
wird ein bisschen schummerig vielleicht, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, das sieht bestimmt cool aus. Also ein bisschen schöner als so 0815, ne? Also muss ich aber jetzt die ganzen Wände immer hier weghauen. Und da. Und dann wird es auch wieder knapp, denke ich mal. Da immer den Schönstein reintun. So. Das mache ich so ganz gerne, dass man die Flamme eigentlich nicht sieht. Okay, der Rauch, aber das stört mich nicht. Ne? Und so versuche ich jetzt mal hier weiter zu verfahren. Das denke mal, das war jetzt so gar nicht geplant, aber es gefällt mir doch mal so eben ganz spontan ganz gut. Ne? Und ich denke mal, ihr seid da meiner Meinung. Ne? Ihr wollt ja nicht euch anlegen mit dem lieben Frau Butler. Ne? Ist da noch ein Raum hinter? Das sah jetzt so aus, ja. Zack, zack, so. Guck mal, dann haben wir da wieder Platz für eine Fackel. Igitt, da ist ja ein Erdeboden. Das ist noch nicht schön. Da bin ich dann doch penibel. Das sieht zwar man zwar überhaupt nicht mehr, ne? Kein Mensch würde jemals sehen, dass da jetzt die Fackel auf Erde steht, na? Ne? Nur höchstens, wenn man jetzt zufällig da hier so ein bisschen reineiert. Na? Aber gut, da bin ich dann, wenn ich da weiß, da ist immer Erde und dann bin ich immer beunruhigt. Ja, hier auch. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich nicht so viel Erde ersetzen muss. Aber das scheint gut zu laufen hier. Ach, was mache ich denn da jetzt? Warum hau ich das denn weg? So. Ist doch schon alles erledigt. Da müsste einfach mal Stopp schreien, wenn ich sowas mache. Das ist natürlich gut, wenn da immer schon der Schönstein alles dahinter ist. Das ist ja schon. Brauchen wir den jedenfalls nicht ersetzen. Sparen wir ordentlich Material. Wo sind nochmal meine Fackeln? Ach ja. So, alles nochmal mitnehmen. Das können wir uns überhaupt nicht erlauben. Hier noch irgendwas liegen zu lassen. Was tue ich mit der Schaufel, Herrgott? Was tue ich mit ihr? Sie fleht und wimmert schon. Und ich hau immer noch in den Stone. Da reparieren wir die Decke. Zack, mitgenommen. Sind wir bald oben? Nein. Auf der anderen Seite möchte ich das natürlich auch machen. Das ist ja, dann wird das auch gar nicht so schummerig. Oh je, hoffentlich habe ich. Ja, habe ich. Ich habe mir auch oben noch eine Werkbank hingestellt, in die Kuschelecke. Nicht um mit der zu kuscheln, ne, also, sondern um da nicht immer so runterlaufen zu müssen, wenn ich da oben diese Terrassen anlege. Vielleicht kriegen wir dann sogar den Ausgang zu diesem hier, zu diesem Tunnelausgang hier, ne? Wenn wir jetzt hier. Das müsste irgendwie in der Nähe sein, alles. Ich bin da mal gespannt. Ich messe da überhaupt nichts aus, ne? Das ist. Ich baue einfach los und dann passt das irgendwie. Oder? Ne? Ihr kennt den Spruch, was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Was jeder gute deutsche Handwerker so kennt und beherzigt. Das machen wir jetzt hier auch, das können wir auch. Ja, das müssen wir weg und das müssen wir weg. Hier müssen wir leider zwei Schönsteine reinsetzen. Auch die Decke will repariert sein. Und nicht so össelig aussehen. Und dann müssen wir hier noch eine Fackel reinstellen. Aha, immer noch tiefe Nacht. Okay, aber jetzt ist das der letzte Lichtschacht hier eigentlich fertig. Die Decke müssen wir sowieso noch mal gucken, wie das dann wird hier. Ab da geht's dann los. Naja. Warte mal, dann ist das hier. Hier geht's weiter. Das kann zu. Habe ich denn überhaupt jetzt noch mal Stufen dabei? Das wird auch vielleicht mal eine ganz praktische Sache. Ja, habe ich aber nicht. Machen wir mal so. Nee, jetzt habe ich das irgendwie falsch gemacht. So. Und den noch weg? Oder wie? Ach so. Ach so. Das ist schön. Ja, endlich wieder bauen in aller Ruhe. Nach dem ganzen Höhlenstress in der Silbermine. Das ist natürlich teilweise dramatisch abgelaufen. So. Das mache ich ganz gerne. Da habe ich dann schon den Schönstein in der Hand und dann putze ich mit dem die Erde weg und setze ihn direkt ein. Das ist ganz, ganz eine praktische Angelegenheit.
So, wo haben wir den nächsten Tunnel? Hier. Das ist da richtig die Höhe. Und das wieder weg. Ich hoffe, das langweilt euch jetzt nicht. Das muss auch weg und hier hinten auch. Ja, genau so ist es. Und der Fußboden noch. Und langsam nimmt es hier Formen an. Das nimmt ja hier Formen an, meine Güte. Ja. Oh. Ach ja, schön, die Sonne geht auf. Ne? In Wahrheit fühle ich mich allerdings etwas müde im Moment. Ja, ich bin ja heute mal wahrscheinlich nicht so eine Stimmungskanone wie sonst, ne? Aber das muss auch mal sein. Ja, ich kann ja nicht immer einen Klopper nach dem anderen bringen. So. Ja, das ist gut. Ich glaube, das wird hinterher cool aussehen, wenn man so den Schacht hier hochguckt. Das war meine letzte Fackel. Kann ich mir denn jetzt welche bauen? Ich habe doch gar keine Kohle mit. Ich Eierkopf. Ja? Auch keine Eierkohle. Gar nichts. Ach. Das ist ja wieder vorbereitet, aber seht ja schon, dass das wird schon dann irgendwie. Das sieht dann auch schon ein bisschen nach was aus. Ein bisschen zivilisiert irgendwie so, ne? Da hat schon jemand, was weiß ich, den Steinhauer, den Steinmetz beauftragt, irgendwas mal zu machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, immer vorsichtig sein. Ich habe ja immer noch hier. Es sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren von wegen Monstern. Ja. Ich gehe jetzt auch gar nicht zurück in die. Nach da oben. Ich gehe jetzt, mach was jetzt ganz anderes. Lass das mal alles hier in Ruhe. Und reiß jetzt mit euch zusammen die schöne Kuschelecke wieder ab. Und wenn wir es schaffen, kann ich die auch oben noch wieder einsetzen in der Zeit. Das dauert immer unheimlich lange irgendwie, finde ich so Wolle, ne? Eigentlich nichts dran, so pisselige Wolle. Aber gut. Wenn das eben so ist, das sollte auch vor allem reichen, was wir hier an Menge haben, um es oben wieder aufzufüllen. Und dann, weil ich möchte jetzt gerne einfach mal sehen, auch wie das aussieht. Ich habe das nur so vor meinem geistigen Auge und wie gesagt, mit den Holzstufen da diesen Halbstein oder beziehungsweise den Halbhölzern mal abgesteckt. Ja, muss man mal einfach sehen, ob das auch überhaupt passabel aussieht. Ich meine, das sieht schon irgendwie bestimmt lustig aus. Ich muss aber hier ein bisschen Licht machen, das geht sonst nicht. Sonst kommen hier schon wieder die Geister angeflogen. Okay, dann machen wir mal hier noch ein bisschen. Ich weiß überhaupt nicht, ist wird die Axt, die Hacke jetzt verbraucht dadurch und doppelt so schwer? Das sieht gar nicht so aus, ne? Doch, ui, 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 oh nee, das wollen wir dann aber gar nicht. Gut, dann laufe ich nach oben. Und dann gucke ich mal, dass wir das noch schnell einbauen. Eine Minute oder so haben wir noch. Ey, wie hoch ist das? So. Komm. 37 Stück. Das sollte doch reichen. Da müssen wir noch eine Ausbuchtung machen. Und da soll das Bett ja rein. Da will ich mein Bett hinstellen. Vielleicht schlafe ich dann auch mal wieder testweise eine Nacht. Ich weiß gar nicht. Es müsste jetzt eigentlich mal hier funktionieren. Also eine Lücke ist in dem Turm eigentlich nicht mehr. Oder in dem ganzen Gebäude. Schrill ist das. So. Lass mal gucken. Aber was niedlich. Na, was niedlich. So, hier hinten noch was rein. So. Und hier auch noch so eine Begrenzung. War es das? Ach, war es schon. Okay, es war es. Ja, ich bin nur nicht sicher jetzt mit den Holzplatten, ob man da nicht doch lieber Stein nimmt als Stufe. Ne? Wolle kann man ja leider nicht als Halbwolle herstellen. Ne? Das ist lustig. Wo könnte das Bett so stehen? Hier vielleicht oder hier so? Na, ich muss auf jeden Fall aufhören, dass die Zeit ist abgelaufen.